Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hatte euch in einem der letzten Videos gefragt gehabt, ob euch ein Instagram-Account von mir interessieren würde. Und ja, es haben recht viele geschrieben, dass sie das ganz cool fänden. Und da dachte ich mir, wir machen den jetzt einfach mal gemeinsam. Ich habe jetzt schon einen Account erstellt und dachte mir, wir machen jetzt so ein kleines Fotoshooting für das Profilbild und für einfach die ersten Fotos als Vorstellung oder keine Ahnung was. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Jetzt mit den schwarzen Hintergründen möchte ich das auch auf jeden Fall nutzen. Ich finde diesen blauen Pulli ends schön, ne? Ich finde den richtig hübsch. Den nehmen wir gleich mal. Das speichere ich mir alles mal für später. Die Schuhe, glaube ich, wird man eh nicht sehen. Die Brille lasse ich auch. Ich mag die total gerne. Also die Hose und die Handschuhe kann ich eigentlich auch gleich lassen, oder? Das ging jetzt ziemlich schnell. Das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Will ich vielleicht noch irgendwie was anderes auf dem Köpfchen haben? Irgendwie so ein Kranz oder so. Schaut das gut aus oder schaut das mit dem Pulli blöd aus? Ich schau mich doch mal an. Ja, das schaut mit dem Pulli ein bisschen blöd aus, ne? Dadurch, dass der Pulli ja langärmlich ist, das lassen wir lieber. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Und wenn ich sowas hier mache, dann ist die Brille weg. Naja, genau. Nee, gibt es sonst irgendwie was Cooles, was ich als Hut nehmen kann? Die Geburtstagstorte, von denen ich mittlerweile zwei habe. Ich kann jetzt doppelt, als doppelte Geburtstagstorte kann ich gehen. Oh, ich finde die Mütze so schön, ne? So schade, dass sie keine richtigen Werte haben. Aber ich glaube, ich bleibe einfach so. Oder gibt es hier noch irgendwas? Ich hätte irgendwie gefunden, wenn ich jetzt so eine Mütze gehabt hätte, die zu dem Pullover passt. Ja, aber das weiß ich nicht. Das lasse ich mal. Findest du eigentlich ganz schön? Das ist die Frage, lasse ich das Make-up und die Haare, lasse ich das so? Schau mir auch mal noch schnell nach, ob ich da was Besseres habe. Einmal das, oder gefällt mir das besser? Das ist das. Das ist auch interessant. Schau mich bitte an. Das könnten sie auch mal ändern, dass die wegguckt, wenn man. Also wenn man so oder so. Und das ist auch schön, oder? Das hat auch was. Das ist das und dann habe ich noch das. Ich glaube, ich nehme das da hier. Gefällt mir eigentlich echt gut. So ein bisschen Smoky Eye. So, und Frisur, lasse ich die oder will ich hier zum Beispiel erblonden? Ich finde die ja nach wie vor eigentlich ganz schön, aber ohne Mütze ist die ein bisschen... Ich glaube, ich lasse fast die, die ich jetzt gerade habe. Ich finde die eigentlich auch ganz schön. Habe ich noch ein paar anderen Farben. Aber ich finde das so eigentlich ganz... ganz hübsch. Das war die erste Frisur. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Ich finde das ganz schön so. Okay. Bin ich ja ein bisschen angepasst. Dann schwinge ich mich mal auf mein edles Ross. Und dann, warte mal, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Nee. Passt schon. Ich war gerade am Überlegen, ob ich das Pferd noch ändere. Aber ich will das Pferd eigentlich gar nicht mehr drauf haben. Es geht jetzt wirklich nur mal um so ein Profilbild irgendwie. Genau. So. Monat müsste da hinten sein, ne? Wenn mich meine Orientierung nicht im Stich lässt. Genau. Ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr mein neues Intro findet. Das ist das zweite Video. Den letzten habt ihr es auch schon gesehen. Genau, wie ihr das so findet. Ob ich das lassen kann. Was ihr besser findet, das oder das alte. So, und dann gehen wir mal zu dem schwarzen Hintergrund. So, lala. Die machen schon gerade welche vor dem Greenscreen-Fotos. Ich hoffe, wir kommen uns jetzt gleich nicht in die Quere. Das ist schon cool, ne? Oh, guck mal, ich kann da voll drin verschwinden. Nee, aber so nah ist auch blöd. Okay. Also, ein bisschen weiter hinten. So, dann gucken wir doch mal. Ups. Das wäre doch schön. so. Dann hat auch jeder Angst vor mir, der mich irgendwie sieht. Wie kann ich denn? Ich kann es auch immer noch zuschneiden, ne? Ich muss irgendwie ein Stückchen noch näher ran, glaube ich. Aber nicht wieder
im Hintergrund verschwinden. So. Dann schauen wir mal. Ich meine, gerade große Emotionen. Das war ich zu langsam, ne? Große Emotionen hatte ja nicht. Ach, oh, schaut voll arrogant aus. So, oh, rede mit der Hand. Okay. Nee. Aber ich war auch ein bisschen langsam. Ja, ich glaube, so wenn es so höher ist, ist es schöner. Oh, die Hand, die wirkt total seltsam. So irgendwie, keine Ahnung, als ob die gebrochen wäre oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht sehr zufrieden. Flehen, was macht die denn, wenn sie fleht? Oh, das finde ich jetzt aber eigentlich ganz nice. Warte mal, nochmal. Du flehst. Sag mal, gibt es denn für den Fotomodus? Warte mal, konnte man nicht irgendwo hier bei Steuerung? Fotomodus. Gibt es dafür nicht irgendwie ein nee, Screenshot machen. F2. Ah, hier, Fotomodus. Oh. Weil das ist doch ein bisschen einfacher dann, wenn ich nicht jedes Mal da hochgehen muss. Okay. Also flehe doch bitte nochmal. Ja. Das gefällt mir jetzt fast besser als das Winken, wenn ich ehrlich bin. Oh, das ist so schlecht animiert. Vielleicht sollte ich das Ganze auch einfach lassen, bis die neuen Charaktere da sind. So, liebe Zuschauer, schaut das Innere meines Kopfes aus. Es ist hohl. So, hier. Okay, naja. Immerhin ein bisschen was. So, dann würde ich jetzt mal vorschlagen. Was ist denn da dahinter? Ach so, das ist das gleiche nochmal. Wie schaut denn das aus, wenn ich mich da vorstelle? Wenn es jetzt schon mal die Möglichkeit gibt, ne? Ich meine, die sind natürlich gigantisch groß. Wie soll das denn gut aussehen? Wie soll das denn gut aussehen? Die sind doch viel zu riesig. Die sind doch viel zu riesig. Toll. Also man sieht jetzt meinen Kopf und eine Hand dahinter. Nee, das schaut blöd aus. Das schaut blöd aus. So, gucken wir nochmal zu denen da vorne. Aber ich glaube, das wird sie nicht besser aussehen. Das schaut, glaube ich, besser aus, wenn man dabei auf einem Pferd sitzt. Aber das habe ich ja jetzt gerade nicht und das ist jetzt auch nicht schlimm. Warte mal. Ich würde mich vielleicht nochmal vor den Hintergrund hier stellen. Lassen die wenigstens ein bisschen kleiner. So, kann ich andere Spieler irgendwie ausblenden? Nee. Verstecken. Na toll. Blend's. Ah ja, jetzt. Okay. Oh, hi. Ja gut, aber ganz ehrlich, für Instagram schneidet man es ja dann nochmal zusätzlich zu. Die Bilder sind ja da quadratisch, dann schaut es ja noch seltsamer aus als jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schöner, wenn man auf dem Pferd sitzt. Das da hinten ist wieder so groß, das lasse ich mal. Na gut, will ich vielleicht noch einen weißen Hintergrund mal ausprobieren. Vielleicht gefällt mir das ja besser. Alles mal ausprobieren. Ja, nee, das ist. Das wäre so cool, wenn es so eine richtige Leinwand wäre, sage ich mal. Der auch im Boden halt weitergeht, ne? So wie man das ja normalerweise auch macht. Wo war denn das? Willkommen. Willkommen. So, ich heiße euch alle willkommen. Sehe ich mal, bei normalen Fotoshootings hat man ja auch eine Leinwand, die eigentlich am Boden weitergeht. Und nicht einfach. Ja, grünes Gras. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein bisschen komisch. Das schaut so ein bisschen aus wie Hände hoch oder sie werden verhaftet. Nein, ich will nicht verhaftet werden. Na gut, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen was zusammen. Dann werde ich jetzt mal in mein Fotobearbeitungsprogramm gehen. Also ich logge mich mal jetzt hier wieder aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mal drei von den Fotos bearbeitet und genau, werde jetzt hier gleich mein Profilbild einrichten. Wie gesagt, ich habe das Instagram, also den Account schon erstellt, Melanie Kingsand, wie auch sonst. habe schon ein bisschen was abonniert, aber das ist alles noch ziemlich,
Random. Genau, Telefonnummer werde ich sicherlich nicht hinzufügen. Profilbild mache ich dann jetzt. Ich habe jetzt eben drei Fotos bearbeitet, aber nur ein bisschen, also ein bisschen zugeschnitten und ein bisschen Kontrast und ja, genau. Also ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Bei den Fotos, die ich jetzt gemacht habe, kann man ja auch nicht viel machen. Aber das war ja auch der Sinn davon, dass es jetzt erstmal recht ja, basic wird. Und mein kleines Baby ist wieder dabei. Vielleicht hört ihr wieder was. Der Kleine ist mittlerweile wach geworden. So, und da habe ich jetzt auch schon mein Profilbild reingeladen. Da habe ich jetzt hier das ganz Einfache genommen. Genau, im Beitrag ist es jetzt noch nicht. Nimm Fotos und Videos auf und teile sie. Hol dir die App, um dein erstes Foto oder Video zu teilen. Ach, kann ich das nicht? Kann ich das nicht hier machen? Kann ich hier nichts teilen? Uff. Ja, dann muss ich wohl in die App gehen und dann sehen wir uns hier dann gleich wieder. Dann muss ich erstmal schnell schauen, dass ich die Fotos irgendwie auf mein Handy bekomme. Komisch, also mein Profilbild kann ich machen, aber ich kann keine Beiträge erstellen, oder wie? Ist ja auch komisch. So, da la, ich war jetzt ein bisschen an meinem Handy unterwegs und habe die ersten drei Bilder hochgeladen. Ich habe da jetzt noch so ein Schwarz-Weiß-Filter drüber gemacht, weil ich den einfach sehr, sehr schön fand. Und ich finde, das schaut sehr klassisch aus. Ich möchte jetzt aber die anderen Bilder jetzt nicht standardmäßig alles schwarz-weiß machen, keine Sorge. Genau, also frisch hochgeladen, natürlich noch keine Abonnenten und noch nichts. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu so sagt, ob ihr da jetzt wirklich Interesse habt. Das sind jetzt, wie gesagt, die ersten drei Beiträge auf meinem Kanal, auf meinem Account. Ja, da muss ich mich jetzt umgewöhnen, sonst ist immer der Kanal, jetzt ist es plötzlich der Account. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet auf meinem neuen Instagram-Account. Und dann war es das, denke ich, auch schon wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mein Baby hat sich verschluckt. Oh, sich verschluckt, Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!